November 2020 saß die ehemalige Studentin Nina Engel, mittlerweile 28 Jahre, in Untersuchungshaft. Angeklagt wurde sie als Redelsführerin einer extremistischen Antifa-Gruppe. Ihre Mitangeklagten waren Lennart Arning, Janis Röhling und Philipp Jonathan Mohr. Ein großer Teil der konspirativen Gruppe, darunter auch der Verlobte von Nina Engel, Johann Guntermann, befinden sich nach wie vor im Untergrund und sind trotz Haftbefehl auf freiem Fuß. Der Gruppe wird vorgeworfen, 18 vermeintliche Rechte ausspioniert, überfallen, gefoltert und zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Gruppe ging dabei höchst professionell und organisiert vor. Ihre Opfer wurden überraschend und in Überzahl in kurzen Aktionen überfallen und mittels Werkzeugen schwerstens traktiert. So wurden mit Hämmern auf Köpfe geschlagen, gezielt Gelenke, Knie und Beine malträtiert und die Opfer am Ende mit Pfefferspray übergossen. Ziel war es, den Andersdenkenden einen massiven körperlichen Schaden hinzuzufügen. Nicht nur einmal stand bei vielen Opfern dabei das eigene Leben auf dem Spiel. Der ehemalige Genosse der Gruppe, Johannes Domhöfer, wird zum Kronzeugen und gibt vor Gericht tiefe Einblicke in die Struktur, die Drahtzieher und die Vorgehensweise des Antifa-Überfallkommandos. Auch während Lina Engel bereits in Untersuchungshaft saß, gingen die brutalen Überfälle, welche auch weiterhin die Handschrift der Hammerbande trugen, ungetrübt weiter. Auch hier liegt ein weiteres Mitwirken des untergetauchten Guntermann nahe. So drangen zwei besonders schweren Fällen als Polizisten verkleidete Linksextremisten in die Wohnung ihrer Opfer ein, verletzten und misshandelten diese schwer und übergossen diese im Anschluss mit Chlor. Am Oberlandesgericht wurden über 100 Verhandlungstage für diesen brisanten Fall angesetzt. Dieser endete vergangenen Mittwoch, den 31. Mai 2023, mit einem Urteil. Dabei bleibt der Vorsitzende Richter der Staatsschutzkammer am Oberlandesgericht, Hans Schlüter Staats, weit unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Während dieser über 8 Jahre Haft für Lina Engels forderte, verurteilte Schlüter Staats Lina Engels zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten Haft. Während der Urteilsverkündung kam es zu Tumulten durch angereiste Antifas im Gerichtssaal. Besonders brisant, nach der Urteilsverkündung kam Lina Engel überraschend unter Auflagen auf freien Fuß. Unter dem frenetischen Jubel ihrer Anhänger durfte die rechtskräftig verurteilte Extremistin das Gericht verlassen. Ein absolutes Skandalurteil. In der linken Szene wurde Lina Engel zur Märtyrerin und Heldin stilisiert. Selbst die öffentlich-rechtlichen Medien streuten immer wieder Zweifel an der Verantwortung von Engels. So hat die Tagesschau der öffentlich-rechtlichen Medienanstalt ARD selbst nach der rechtskräftigen Verurteilung in ihrer Berichterstattung über Lina Engel weiterhin von einer mutmaßlichen Linksextremistin berichtet. Nach einer rechtskräftigen Verurteilung ein Novum. Der Vorsitzende der Grünen-Jugend, Timon Ginus, solidarisierte sich auf Twitter gar mit der verurteilten Linksextremistin öffentlich. Während es bereits am Mittwoch nach der Urteilsverkündung zum ersten Ausschreitungen der linken Szene in Leipzig kam, rufen Linksextremisten und Antifas bereits 2 Jahre aus ganz Europa zum Tag X und bundesweiten Ausschreitungen für den Samstag des ersten Juniwochenendes auf. Nach diesem Skandalurteil und den massiven Ausschreitungen am zurückliegenden Wochenende ist auch in Zukunft mit brutalen Überfällen auf Menschen zu rechnen, die nicht in das Weltbild dieser Linksextremisten passen. Von der Politik gedeckt und den Ermittlungsbehörden nur halbherzig verfolgt, durch Teile der Medien geschützt und verharmlost. Es bleibt an uns selbst, uns gegen Angriffe zu wappnen, aufmerksam zu sein, den Eigenschutz zu organisieren und mit dem organisierten Linksextremismus den Kampf anzusagen.